Hallo Studierende, diese Woche machen wir weiter mit dem Kapitel 6 und zwar mit der Lektion 6. Und wir machen weiter mit Präpositionen, nur dieses Mal machen wir Präpositionen, die mit der Zeit zu tun haben. So, die Präpositionen mit Zeit. Zuerst machen wir aber einen Song, die sehr viel mit Wechselpräpositionen zu tun haben. Also Wechselpräpositionen mit dem Dativ auf die Frage wo und die Wechselpräpositionen mit dem Akkusativ mit der Frage wohin. So, der Song für heute, für dieses Kapitel ist von Peter Fox. Ja, so Sie hier sehen Sie ein Foto von Peter Fox. Er heißt oder er benannte sich Peter Fox, weil er rotes Haar hat. Aber er nennt sich ein Hip-Hop-Jazz-Sänger und das werden Sie gleich sehen. So, der Titel des Songs ist Haus am See. So, wir denken gleich, wo ist das Haus? Das Haus ist am See. So, hier ist der Songtext und hier habe ich ein paar Tipps für Sie schon angegeben. Und zwar alles, was blau ist, so wie das hier und das hier, das ist alles im Akkusativ. Das heißt, das kann mit einer Wechselpräposition vorkommen oder mit einer Akkusativpräposition wie für vorkommen. Aber alles, was blau ist, liegt im Akkusativ und alles, was im Gelb liegt, ist im Dativ. Das sind entweder Dativpräpositionen oder Wechselpräpositionen im Dativ auf die Frage wo. Ja, so, lesen Sie den Text ganz vorsichtig durch, von Anfang bis zu Ende der Folie. Ja, und worum geht es? Warum heißt der Song Haus am See? Wir lesen das zusammen durch und bearbeiten Sie bitte den Text zunächst. Ja, so hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube beim Namen. Damen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich habe den Tag auf meiner Seite, ich habe Rückenwind, ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf. Einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles Gewinn beim Spiel mit gezinkten Karten, alles Verlieren. Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus im Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann wird ich vom Glück verfolgt und kommt zurück mit beiden Taschen voll Gold.
Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei und ich brauche nie rauszugehen. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab taube Ohren, einen weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. So, was für ein Song ist das? Wer ist ich? Was ist das Thema von dem Song? Ja, das Leben und wie das Leben geht. Welches Genre ist der Song Ihrer Meinung nach? So, wie ich schon gesagt habe, Peter Fox nennt sich Reggae- und Hip-Hop-Jazz-Sänger. Was halten Sie davon? Ja, so wenn Sie den Text nicht so gut verstanden haben, dann lesen Sie das noch einmal durch. Das Link zu den Folien finden Sie in dem Modul. Ja, so jetzt hören wir den Song. So sehen Sie sich das Video von Haus am See von Peter Fox an und wir sehen das eigentlich im Vimeo. So, das ist einer meiner Lieblingssongs und also hier ist eine Tatsache. Dieses Video oder dieser Song wird sehr oft bei Hochzeiten, so Hochzeiten sind Weddings gespielt. Und das Video selber ist sehr interessant, weil das Video so viel von Berlin zeigt. Ja? Okay. So, jetzt die letzte Folie. Und die letzte Folie ist die Liste von Präpositionen, die mit der Zeit zu tun haben. So, the following two-way prepositions always take the dative case, yeah, when expressing time or period of time. So, it doesn't matter whether you're using a two-way preposition or just a regular dative preposition. When it has to do with time, all of them use the dative case. So, vor 3 Tagen is 3 days ago. Vor der Zeitung ist before the lecture, ja. So, ago and before, we use the same preposition. Vor 3 Tagen, ja. And in einer Stunde, in 1 hour, just like in English, zwischen 5 und 7 Uhr, between 5 and 7 o'clock. So, do pay attention to vor 3 Tagen, so 3 days ago. Yeah, you have learned several other prepositions that express time, and we will review them right here. So nach dem Theater, nach is to a country or city, but with time, it is also used with as to mean after. Seit einem Jahr, so that's 4 year. In English, we would say, I've been doing this for a year, and typically we use the present participle as in I have been doing with the present perfect. Yeah, so I have been doing things for a year. I've done this for about an hour or something. But in German, you have to use the present tense. So ich lerne Deutsch seit einem Jahr. So that means I've been learning German for a year, yeah. So present tense with seit, yeah. Von 5 bis 7 Uhr is from 5 to 7 o'clock, and bis 5 Uhr is until, yeah. As in von 5 bis 7 Uhr, bis 5 Uhr is until, yeah. And you see here, this is up to 7, yeah. And here is until 5. So, gegen 7 Uhr is around 7 o'clock. So, please do remember that
prepositions of time usually take the dative case, except for gegen and bis. Yeah. So gegen and is approximately, is at. So at is more precise time, gegen is imprecise time. Yeah. Okay. So when gegen and are used with time, they typically do not require a case. So no worries. Okay, das ist alles. Tschüss.